Huhu, Hölle. Ja, damit begrüße ich euch natürlich nicht, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir, dem Toss, mit einer weiteren Folge Clash of Clans, sondern das ist der Bomber 1965 hier. Er heißt nur so bei mir in den Kommentaren und ich kenne ihn auch aus meinen Livestreams. Und er hat sich einfach mal die Frage gestellt: Toto, was würdest du an meiner Stelle, also ich an seiner Stelle, an Truppen verbessern oder an der Base verbessern? Ich denke mal, an der Base gibt es nicht mehr ganz so viel zu verbessern. Die wird von der Verteidigung her maxed out sein, aber ich kann dir zwei Truppen sagen, die du in jedem Fall natürlich noch verbessern kannst. Das weißt du selber, das ist hier Truppe Barbarenkönig und Truppe Archer Queen, also Bogenschützenkönigin, und alles andere, denke ich mal, sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, die Base, immer so wie sie gebaut ist, hat sicherlich schon 25 Mal verteidigt und 151 Mal hast du bestimmt auch gewonnen. Habe ich nämlich vorher schon mal nachgeguckt. Aber tatsächlich hat er noch nicht alle Truppen auf den Max Rathaus 9 Level. Er hat schon gängige Truppen da mit dem Päcker, mit den Drachen, mit dem Lavahunden auf 2. Aber ja, ich sage auch immer gerne, also früher hätte ich gesagt, macht auf jeden Fall den Golem. Das ist euer Feuerfresser für ganz viele Taktiken. Der zieht halt das ganze Feuer auf sich und je mehr Trefferpunkte der natürlich hat, desto länger muss die Verteidigung auf so einen Golem rauf rumhämmern und alles andere kann dahinter schön abräumen. Na, heute bin ich da nicht mehr ganz so, ich meine, ich bin natürlich noch von Max Golem der Fan, aber ich würde die Schweinereiter nehmen. Ich würde wirklich die Schweinereiter nehmen. In Kombination mit den Zweier Golems geht es ja. Man kann sich ja einen in die Clanburg packen, dann hat man auch Max oder einen höher als Level 2 in der Clanburg und dann, denke ich mal, kann das hier was werden. Ja, aber was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich? Mit dem Titel hat es Folgendes auf sich, und zwar so eine Base auslesen ist ja auch schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ist so ein bisschen tieferes Clash of Clans Leben, denn auch ich habe da sehr, sehr lange für gebraucht zu Anfang, als ich meinen Account, den Thorsten-Account von meinen Kindern bekam, bis ich das Ganze überhaupt alles begriffen habe. Was hier eigentlich so bei Clash of Clans Sache ist, also wie tickt die Verteidigung, wie ticken die Truppen, was machen die? Ich bin dann irgendwann schlau geworden im englischen Wiki, das Deutsche war damals noch nicht so ausgereift, und habe mal geguckt, was machen die Truppen eigentlich? Was macht ein Riese, wenn ich ihn setze? Und damit liest man eigentlich dann auch so die Bases aus. Man muss halt eine Base erkennen, man muss erkennen, wie kann ich diese Base schlagen, und dementsprechend baut man seine Truppe dann zusammen. Ich fange heute einfach mal mit einem Negativbeispiel an. Das ist aber nicht negativ gemeint gegen die Spieler, die hier auftauchen. Und ich würde sagen, wir machen Rathaus 8, 9 und 2x10. Dann haben wir alles aufgefüllt und ich würde sagen, wir starten mal mit Rathaus 8. Denn auch zu einer Base-Auslesung oder zu einem Reading the Base, wo kommt der Begriff eigentlich her? Das will ich noch kurz einmal klarstellen. Es hat mich der liebe Wolter vom Clan Tirol 1809, Grüße an den Wolter, darauf hingewiesen, dass viel zu wenig darüber gemacht wird, wie lese ich eigentlich eine Base aus. Und wir haben, beziehungsweise er hat mir einen wunderschönen Blogbeitrag geschickt, den verlinke ich euch unten im Video, beziehungsweise unter dem Video, in der Beschreibung dieses Videos. Lest ihn ruhig mal durch. Da geht es wirklich um ein bisschen tieferes Clashen, aber schöne Sätze dabei. Und ich denke mal, der Angriff hier vom Krieger, der war ein Versehen. Ihr seht, das hier die Zauber, die passen eigentlich eher für einen Luftangriff. Und ich denke, er hätte diese Base auch gerne mit Lufttruppen gemacht, denn die Luftverteidigung hier machen relativ wenig Schaden. Man nimmt einfach eine mit zwei Blitz raus. Und ich glaube, er brauchte noch nicht mal ein Beben dafür. Und kann dann die Drachen hier über die Kanone, über die Lager ganz behende hier in die Base reinfliegen lassen. Unterstützt dann mit einmal Wut. Das müsste reichen, auch für die Clanburg. Und hier hinten den Feger. Ja, ich meine, der Feger, der fehlt ja jetzt erstmal nur bis dahin. Und es dauert ja ewig, bis der anfängt, überhaupt die Truppen wegzufegen, und der ist auch noch low. Also entweder macht man gar nicht weg oder man hat ein paar Hocks in der Clanburg. Ich hätte fast gesagt, hier reicht der 10er King, um durch die Mauer hier zu kommen, um an den Feger zu kommen, oder ein paar Schweinereiter. Ja, also ist dieses, denke ich mal, hier nur ein Versehen gewesen. Ja, und er musste einfach das Beste draus machen. Hat jetzt ein bisschen weggeblitzt, ein bisschen hier und da geschüttelt und ist dann mit seinem Go-Vibe hier reingegangen, mit einem, beziehungsweise mit drei Golems, zwei
Bäcker und ein paar Magiern und ja, doch ein paar Mauerbrecher hat er auch dabei. Das reicht auch für die Mauern an der, von der Anzahl her, wenn sie geschickt gesetzt werden. Und das, was man eigentlich beim Go-Vibe nicht wirklich macht, also anfangen zu locken muss schon mal gar nicht. Nicht unbedingt, wenn ich es eh nicht schaffe. Aber so ein bisschen Clearing hier macht er jetzt schon mal. Und jetzt lässt er da den ersten Golem schon mal elendig leider sterben. Zwei zieht er hinterher. Jetzt muss er die Magier hinterherziehen. Die sind auch alle ein bisschen auf einen Haufen. Das sah mir so ein bisschen aus nach Panik. Ja, so ein bisschen, oh Gott, jetzt muss ich was machen, sonst berät mir der Drache ja komplett meine Golems weg. Ist auch so. Ja, denn die Magier kommen jetzt erstmal gar nicht ran. Jetzt ist der Giftzauber schon fast am Auslaufen und jetzt ist der Drache erst weg. Ja, und jetzt kommen natürlich die Golems hier nicht weiter durch die Mauer. Die Päcker gehen auf das erste Ziel, was sie sehen. Das ist erstmal der Dicke hier außen. Und dann werden die natürlich nicht hier unten folgen. Glücklicherweise gab es noch den King hier. Ich mache euch das mal ein bisschen schneller. Und ja, also überprüft unbedingt eure Truppen und eure Zauber. Habt ihr die richtigen dabei? Ich meine, klar, es wird angezeigt, du hast alles grün. Überall ist der grüne Haken dran. Nur was dann nicht auffällt, ach je, ich habe gar nicht die passenden Zauber zu meiner Truppe, weil sie vielleicht noch von einer Vorgängertruppe sind oder schon zum Angriff danach gehören, dass man die Armee hier vielleicht wegschmeißt. Ich meine, er ist gerade so ein Rathaus 8, hat die Drachen also auf 2, wäre wirklich ein gefundenes Fressen gewesen für ihn, diese Base hier. Ich denke, das Versehen ist jetzt nicht ganz so schlimm hier am Ende. Ich meine, die Golems, ihr seht selber, die Golems, ja, die gehen hier ganz am Ende durch, schaffen natürlich diese Base nicht mehr aufgrund der Zeit. Aber sie haben gehalten, sie haben richtig schön viele Trefferpunkte und ich finde das auch eigentlich gut, wenn dann so ein wenn die neuen Truppen auch genommen werden, weil man sie gerade so hat und er hat sich gerade erspielt. Also ist nicht so schlimm. Krieger ist trotzdem ein guter Member hier bei uns. So, ich springe mal eben auf einen Account. Ja, wir haben den Clankrieg gewonnen, so ganz nebenbei. Ich springe mal eben auf einen Account, den ihr sicherlich auch kennt aus dem Rathaus 9 Bereich. Der Alex musste diesmal gegen 2 Elver ran, also 2 NG-Elver. Die haben uns auch gnadenlos in den Boden gestampft, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz musste ich meine Angriffe hier natürlich auch mit meinem Rathaus 9 machen. Und man muss ja immer Ziele setzen. Also wie lese ich so eine Base richtig, dass mir vor allen Dingen meine Truppen, ihr seht das, ich habe Valkyrie mit dabei, 2 wie heißen sie, Babydrachen, 4 Heiler, also das sieht ein bisschen nach einem Queenwalk aus und was sind eigentlich so ein bisschen meine Ziele? Vor allen Dingen das Ziel, was man hier natürlich hat mit den Valkyren, die sollen in die Mitte. Die Valkyren müssen rein hier in die Base. Was ich wiederum nicht wirklich geblickt habe, ist, dass der Kollege hier fast nichts in der Clanburg hat. Das habe ich erst nach dem Angriff gesehen, aber wir gucken einfach mal rein, wie ich hier gestartet habe. Ich bin hier als erstes mit einem Queenwalk rein, also ist auch ein bisschen eine Taktikfolge, aber so habe ich die Base tatsächlich gelesen. Und denn mein erstes Ziel, also ich setze mir immer so kleine Zwischenziele, ist natürlich die Queen. Die Queen muss erstmal weg. Ich meine, mit dem Valkyrenangriff stört mich das jetzt nicht wirklich, sondern rumhampelnde Queen. Aber jetzt kommt auch gleich mein erster kleiner Fehler. Das seht ihr hier. Da habe ich ein bisschen zu laut gedacht, der hätte nämlich das Lager weg sein müssen, damit die Queen hier weiter reingeht. Denn das Lager ist, wenn der Bogenschützenturm hier weg ist, leider zu nah dran, als dass die Queen sich an diese Sachen hier ranwagt. Also, ja, auch kleine Fehlplanung meinerseits. Und weil ich das mit der Clanburg auch nicht geblickt habe, da kam eben nur ein Lakai raus, setze ich jetzt auch noch meinen super wichtigen Schweinereiter, weil ich gedacht habe, oh, da muss doch noch mehr in der Clanburg sein. War es aber nicht. Da seht ihr den Schweinereiter und ihr seht, dass die Base zwar nicht ganz max ist, aber immerhin ploppen da schon mal ein paar etwas stärkere Teslas raus und alle Gebäude, hier vor allen Dingen auch die Lager, haben alle ein bisschen mehr Trefferpunkte. Das heißt also, meine Truppen müssen etwas länger darauf rumhämmern, als das zum Beispiel beim RH10 oder beim RH11 ist, der natürlich viel stärkere Truppen hat. Und mein Sprung einfach schon mal gesetzt, der hält ja doch dann relativ lange und ihr seht das hier, jetzt geht hier wirklich alles in die Mitte, denn es kann im Moment nichts mehr außen rumlaufen, außer vielleicht mein King, den zieht es vielleicht dann nochmal raus, aber der Rest geht hier wirklich erstmal schnurstracks in die Base rein und es kam mir natürlich auch ein bisschen zugute, dass der hier so Low Mauern hatte.
denn da kannst du mit Walküren optimal hier dich durch die Felder fressen, denn die brauchen sich höchstens zweimal drehen, dann ist so eine Mauer hin. Und ihr seht das, jetzt zieht mein King so ein bisschen nach außen, ist aber alles nicht so schlimm. Da sind jetzt noch für meine Queen zwei etwas stärkere Teslas, als ich die gewohnt bin, aus dem Rathaus 9 Bereich, nämlich 10er und also Level 7 natürlich. Und dann geht das hier ganz behende weiter. Queen wird jetzt versterben, das ist aber alles nicht so schlimm. Denn ich habe noch reichlich Rest in der Base. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch endlich alle Riesenbomben. Ah ne, meine Queen stirbt jetzt erst. Somit habe ich auch, glaube ich, jetzt alle Bomben hier ausgelöst und habe aber noch ein bisschen Luft dabei, ein bisschen Erd, noch einen halben King, also halb voll und nicht mehr wirklich viel Defense-Gebäude. Ja, das ist der Gift des Pains, ja, der Gift der Schmerzen, dass ich diese Base hier gepackt habe. Leider habe ich die andere Elva-Base mit 94% nicht ganz geschafft. Die habe ich schon richtig gelesen, nur nicht mit der Zeit hingekommen. Ja, leider haben wir den Clankrieg hier verloren. Und auch hier musste ich letztendlich gegen einen Elver, glaube ich, wir können den nur mal scouten. Und den habe ich mit Luft angegriffen. Ist halt so. Ah ne, stimmt nicht. Habe ich, glaube ich, auch. Ne, stimmt gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch mit dem Falken gemacht, also auch mit Walküren. Aber da fehlten mir am Ende halt zwei, drei Gebäude. Ist nicht so schlimm, wir springen auf den 10er. Dort geht's jetzt in die, ja, ich nenne es immer ganz gerne, Königsdisziplin. Ja, und warum Königsdisziplin? Ja, viele sind mir da sicherlich d'accord, wenn ich sage, 10 auf 10 ist immer sehr schwierig. Ist immer sehr schwierig, also da immer einen Dreier zu holen, das gelingt mir auch nicht. Die Base hier ist maxed out. Ich glaube, die Magiertürme können noch ein Level vertragen. Und die Kanone hier und da vielleicht auch noch, aber ansonsten ist das schon mit den Level 3 Infernos in der Mitte und den X-Bögen eine sehr starke Base. Die Helden sind mittelstark und auch die Base, glaube ich, habe ich richtig, ich hoffe, ich habe sie richtig gelesen, denn ihr seht das rechts oben, ich bin hier immer der Erste. Warum gibt es heute nur Angriffe von mir zu sehen? Das ist ganz einfach, weil ich sie natürlich auch geplant habe und durchgeführt habe. Ja? Man kann ja viel besprechen, viel in den Chats besprechen, viel in sozialen Medien besprechen, ob das jetzt WhatsApp ist oder wo auch immer, nach Taktiken, wenn sie dann nicht umgesetzt werden. Also wenn dir jemand eine Taktik vorkaut und du kannst sie nicht richtig umsetzen, weil du es nicht richtig hinbekommst, die Zauber dementsprechend zu setzen und deine Truppen rauszuhauen, dann hat man natürlich auch ein Problem. Deswegen ist natürlich immer besser Learning by Doing. Das habe ich hier auch gemacht und habe mich hier zu einem lupenreinen Bowler-Heiler-Angriff nicht genötigt gefühlt, aber ich konnte hier sehr, sehr gut funneln. Das seht ihr rechts und links hier unten an den Flanken jeweils mit zwei Heiler in Unterstützung. Und jetzt kommt eigentlich das, worauf ich am Anfang so ein bisschen rumgeritten habe. Was machen eigentlich meine Truppen? Na klar, meine Riesen gehen natürlich jetzt zur ersten Mauer. Die gehen erstmal auf die Verteidigungsgebäude und die können jetzt schon nicht mehr raus. Und auch meine anderen Truppen werden jetzt nicht mehr wirklich außen rumrennen, denn da ist gleich nichts mehr. Und deswegen kam ich hier schon mal ganz, ganz gut durch die Base. Ich habe jetzt vielleicht die Magier ein bisschen zu spät geschickt und auch die Bowler. Das kann alles ein bisschen schneller gehen. Aber ihr kennt das selber, wenn ihr die Truppen raushauen willst, die kommen dann auch nicht da. Du tippst den Wolf oder manchmal mache ich das ja auch mit zwei, drei Fingern und komme ja jetzt aber trotzdem schon relativ gut in die Base rein. So ein bisschen läuft man außen rum. Das ist nicht so schlimm. Das ist sogar so ein bisschen gewollt. Hier auf der Flanke habe ich leider nichts. Die gehen mir mit in die Mitte hinein und beide Sprunggesetze. Ich bin komplett mauerbrecherlos hier durchgelaufen, denn die müssen hier nicht unbedingt rein. Die können auch rumlaufen und erreichen trotzdem jedes Gebäude. Ja, in der Hoffnung natürlich, dass sie reingehen, habe ich da meinen zweiten Sprung schon mal gesetzt und habe hier eigentlich richtig, richtig, richtig was am Start. Jetzt reicht's aber auch mit dem richtig Toto. Also es gehen ein paar gehen rein, ein paar gehen rum. Es ist tatsächlich so gewollt, denn sie müssen nicht alle reingehen. Sie können rumgehen, weil sie auch die Gebäude innen drin ja auch von außen erreichen. Da ist ja keins so weit weg. Und ihr seht das jetzt eigentlich schon. Zu dem Zeitpunkt konnte ich selber für mich schon sagen, ist ein Dreier. Denn so viele Truppen, wie ich hier noch in der Base habe, habe ich die super, glaube ich, entkernt bekommen. Und ich denke, immer noch eine gängige Taktik, wenn die Base denn passt. Ja, wenn die Base denn passt. Und hier hat sie mir mal ganz gut geschmeckt, so muss ich es mal sagen. Aber
Man hat ja auch immer eigentlich Zeit genug, sich Bases anzugucken. Ich erlebe es auch immer wieder, dass Bases dann nicht richtig gelesen werden. Da haben teilweise Leute die Truppen fertig. Ich sag mal, eine Stunde vor CK haben sie sich womöglich schon Gegner ausgesucht, obwohl sie die Base ja noch gar nicht kennen, weil die Kriegsbases gibt es halt erst, wenn der Clankrieg gestartet ist. Aber trotzdem hat man irgendwo seine, ich nenne sie mal Standardtruppe am Start, mit der habe ich immer gedreiert, ja, so nach dem Motto, mit der habe ich immer gedreiert und das wird auch immer so bleiben. Aber irgendwann wird der Tag kommen, da wird man feststellen, ah, shit, die Taktik ist es nicht und ich kann gar nichts anderes. Also übt ruhig andere Taktiken und guckt euch nicht unbedingt, ich meine, guckt euch natürlich Angriffe von anderen an, aber versucht sie nicht zu kopieren. Das ist sehr, sehr schwer, Angriffe von anderen, vor allen Dingen auf andere Bases zu kopieren. Wir gucken mal den zweiten Zehner an, denn die Base war etwas trickiger. Denn hier musste ich irgendwie auch die Infernos ausschalten. Die müsst ihr erstmal suchen. Die stehen nämlich dort und dort und sind auf Single. Also ich habe hier so ein, zwei Angriffe drauf gesehen. Ja, mit einem Queen Walk gegen den Single Inferno. Das ist ein No-Go, das geht leider nicht. Auch wenn das eine 40er Queen ist, die muss dieses Lager erstmal schaffen und ist schon voll im Strahl des Infernos. Das packen die Heiler einfach nicht, wenn sie dann vor allen Dingen, wenn sie nicht gezündet wird. Und deswegen hatte ich mir hier etwas anders überlegt. Ihr seht, so ein bisschen abgewandelter Bola Walk bzw. Bola Heiler Angriff. Ich habe noch einen Loon hier mit im Gepäck, habe genau einen Riesen dabei. Wofür, das werdet ihr gleich sehen. Und auch hier, glaube ich, habe ich die Basis richtig gelesen. Also ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe auch zu meinen Kollegen hier im Clan gesagt, Leute, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Plan, wie ich den angehen soll hier. Irgendwann hatte ich den Plan. Ich hatte einen Plan und habe den wie folgt gestartet. Also ich habe jetzt immer noch den Fokus hier auf den Inferno und ihr seht, ich setze erstmal einen Riesen einfach vor. Dahinter kommen ein paar Bowler, denn die machen den Inferno aus der Ferne und ich glaube, mir stirbt nicht ein einziger Bowler bei dieser Aktion, sondern nur der Riese. Also erstes Teilziel erreicht, zweites Teilziel, wir kommen hier oben und bilden unseren Funnel weiter. Wir bilden hier unseren Funnel, meine Riesen gehen jetzt auch schön in die Base rein, meine Mauerbrecher, ja, Toto hat einen Mauerbrecher-Fail, das könnt ihr euch notieren, selten, eigentlich kann ich Mauerbrecher, glücklicherweise habe ich ja ein ganzes Paket Riesen dabei und jetzt können die auch diese Truppen hier erstmal nur Richtung Mitte. Ja, das ist ja eigentlich zumindest meistens bei Clash of Clans in den Clankriegen. Wir müssen in die Mitte, denn da steht oftmals das Objekt der Begierde, nämlich das Rathaus. Und zweiter Sprung hier, glaube ich, ja, der war noch ganz okay. Und wofür habe ich jetzt eigentlich den Loon genommen? Ja, das seht ihr hier unten. Ich hab die Verteidigungseinheit X-Bogen mal markiert. Ja klar, der schießt jetzt schon. Das wollte ich nicht. Hätte ich vielleicht ein bisschen eher setzen sollen. Hier unten habe ich jetzt zwar immer noch ein Single Inferno, aber ich habe hier, ihr seht das, wie viele Truppen ich hier noch habe. Und hier unten sogar noch die Truppen unter Heilung. Also auch an der Stelle ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen. Also man hat ja auch Zeit genug im Clankrieg so eine Base zu lesen und dementsprechend seine Angriffe zu planen und braucht eigentlich nichts gleich am Anfang raushauen, so nach dem Motto, ah Mist, jetzt habe ich ja einen Go-Hawk am Start, aber die Base, die mir zugeteilt wurde oder die ich machen wollte, die sehe ich ja jetzt erst und das ist ja, oh, das ist ja eine Laloon-Base. Ja, und dann greifen trotzdem doch welche dann immer mit ihrer nicht ganz richtigen Truppe an und machen dann ein langes Gesicht, wenn sie nicht gewonnen haben. Das ist übrigens noch aus dem Krieg von eben. Also mal ein Sixpack für mich und ein Hoch auf meine Base, 99%. Ah, wieder RH11 gedefft. Es ist Wahnsinn. Danke an Betes für echt die tolle Base. Ich benutze sie übrigens immer noch. Und wo wir natürlich nochmal hier sind, fahren wir auch gleich noch einen Angriff rein. Denn gerade beim Farm, da haben wir natürlich nicht 23 Stunden Zeit oder 20 Stunden Zeit zu gucken, welchen Gegner mache ich denn eigentlich wie. Und manchmal überschätzt man sich natürlich auch gern, so wie ich das jetzt gerade mache. Ich mache das jetzt einfach mal ganz bewusst. Das ist ein Rathaus 11er, Level 1 Adler. Hat hier Level, das müssten Level 1 oder 2 Inferno-Türme sein. Und ich habe hier so eine Armee am Start. Habe ich eigentlich was in der Clanburg? Oh ja, ich habe Riesen in der Clanburg. Super. Den nehmen wir auch mit. Und so wie ich das gesehen habe, wir gehen mal ein bisschen näher rein. Ich habe ja jetzt nicht die lange Planzeit. Sind das Multi-Infernos? Okay.
Dann würde ich sagen, ja, wir kommen hier mit unseren Riesen, überhaupt kein Thema. Ich nehme sie ruhig alle, da können auch ruhig ein paar wegfliegen. Nehme hier mal meine Heiler und fange jetzt schon mal bereit hier mit der Maus an zu funneln. Ja, das ist natürlich auch gewagt, hier am Magierturm jetzt die Truppen zu setzen. Aber ich glaube, mit meinen drei Pekkas, oh, ihr seht das hier, ich spare so ein bisschen auch hier am Dunklen. Geht das hier, glaube ich, ganz gut durch. Mal gucken, ob wir hier jetzt in den Ort der Begierde hier reinkommen, nämlich in die Mitte. Ich habe noch ein bisschen was an Heiler da, aber ich denke mal, wir heilen hier jetzt einmal durch und hauen hier trotzdem nochmal einen Wut rein. Ich weiß, die sind jetzt nicht großflächig gemacht, die Wutzauber, aber wir haben hier, glaube ich, genau das Richtige gemacht. Ich zünde mal meinen King, dann haben wir noch ein paar mehr Truppen in der Mitte. Hab immer, okay, die Heiler habe ich natürlich jetzt verloren, aber ich glaube, den haben wir ganz gut entkernt und vor allen Dingen das Dunkle geklaut. Das ist nicht mein Ziel, denn der King soll jetzt nach der Queen hier auf Level 40 gehen. Jetzt habe ich gerade mal mein Fokus meiner Maus verloren. Ob ich hier eigentlich wohl mal so ein Magier setzen kann? Naja, okay, der holt mir auf jeden Fall den Pott noch, wunderbar. Und boah, das sieht nicht schlecht aus hier, würde ich mal so sagen. Wo kann ich denn jetzt eigentlich meinen Super Lucky noch setzen? Ja. Die gehen dann nach außen rein. Hier kriegen es die Riesen. Da kriege ich gleich sicherlich Beschuss vom X-Bogen. Das heißt also, ich würde sagen, wir nehmen den mal hier mit. Dann kann er noch ein bisschen unterstützen, dass die jetzt da weiterlaufen. Ja, okay, der Päcker läuft da weiter. Ja, sieht ja ganz gut aus. Also haben wir gemacht hier etwas kürzeres Auslesen dieser Base. Wir haben es aber trotzdem gerockt. Trotz des Adlers, trotz der Infernos, auch da darf man keine Angst vor haben. Ich hatte da auch ganz lange Respekt vor und habe mich ganz lange vor solchen Bases nicht gewehrt, aber habe gedacht, oh, Infernos, ach je, nee. Aber gut, als 10er, 11er kannst du dich da nicht mehr gegen wehren. Und dementsprechend sind das hier nochmal ein netter Bonus. Ich hoffe, so eine Auslesefolge hier hat euch ganz gut gefallen. Also war ja auch ein bisschen Taktikfolge und war ein ganz aktuelles Thema. Vielen Dank nochmal an den Wolter und auch an den Autor dieses tollen Blogs. Wie gesagt, er ist in der Beschreibung unter meinem Video. Zieht ihn euch ruhig rein und bleibt bei mir am Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.